Wir sind zurück bei Zervakis und Optenhöfe live. Aber nicht nur wir, Malle ist wieder da. Zum ersten Mal seit 2 Jahren wird wieder ausgelassen und maskenfrei der Saisonstart gefeiert. Aber was für die einen Party ist, ist für die Wirte und Sänger ein Riesengeschäft. Und um das wird auch erbittert gestritten. Saisonstart auf Mallorca. Endlich. 2 Jahre, 2 Urlaubssommer lang hat die Pandemie die Insel gezeichnet und deutsche Auswanderer finanziell in die Knie gezwungen. Jetzt ist Mallorca zurück. Die Balearen erwarten in diesem Jahr 14 Millionen Touristen. Europas größter Open-Air-Biergarten, der Megapark, lädt heute das Who is Who der Schlagerprominenz zum musikalischen Schlagerabtausch auf den roten Teppich. Doch es ist eine andere Stimmung als vor der Pandemie. So manch einer hier war 2 Jahre ohne Engagement und ist jetzt froh über einen Job. Das Schlimme ist, du ist ja alles abgebrochen. Du hast ja keine Kontakte. Normal triffst du die Kollegen mal bei irgendwelchen Veranstaltungen. Hast ja niemanden mehr getroffen, ja? Ich habe auch schon überlegt, ob ich einen auf Wendler machen muss, Leben auf Pump. Die 2 Jahre waren zu Hause. Ich habe sie nur gestört eigentlich in ihrem Leben. Es war sehr, sehr schwer. Er hat sehr gelitten. Ich kenne Leute, die haben ihre Instrumente verkauft. Also Musiker, die haben ihre Geige verkauft, die haben die Gitarre verkauft. Und da hab ich wirklich auch gedacht, so als der es beobachtet hat, wow, das musst du erstmal verpacken. Ich mag die so. So wie du bist. Einen der begehrten festen Verträge hier im Megapark zu ergattern, ist ein Riesending. Doch gerade ist ein Platz frei geworden. Der legendäre König von Mallorca, Jürgen Drews, fehlt in diesem Jahr. 10.000 Euro pro Auftritt soll der Schlagerkönig hier verdient haben. Doch ein neuer Thronfolger für 2022 ist schon auserkoren. Ich bin jetzt im Grunde hier der Boss im Laden. Ich bin so der alte Mann der Stimmungsmusik. Und deshalb bin ich natürlich froh, dass ich hier beim Opening dabei bin. Der alte König hat abgedankt. Der Megapark scheint auch nicht ganz so voll wie früher. Das sind Bilder aus Zeiten vor der Pandemie. Der Megapark ist besetzt bis in die oberen Ränge. Jetzt wird nur noch auf einer Etage gefeiert. Draußen am legendären Playa ist es fast still geworden. Grund: Der schrille Partyballermann, wie wir ihn kennen, ist verschwunden. Seit dem Corona-Ausbruch kursiert das Gerücht, dass die Pandemie genutzt wird, um den Ballermann-Tourismus zu unterbinden und die Playa de Palma als Luxusmeile zu etablieren. Mallorcas Urgestein-DJ Hacke ist entsetzt. 18 Euro kostet eine Liege hier, ist jetzt wirklich die Wahrheit. Zusammen 36 Euro ohne Schirm. Da musst du dir als Familie schon gut überlegen, ob nur der Fatty liegt. Unter der Filzperücke steckt Comedian Matze Knob, der hier gerade Einspieler für seine Comedy-Tour in Deutschland produziert. Hier direkt von Mallorca, der Wiege des gepflegten Seitensprungs. Seit mehr als 20 Jahren ist für die Malle-Kultfigur DJ Hacke der Ballermann quasi das heimische Wohnzimmer gewesen. Das ist der Swingerclub Bottrop. Ja, schön, dass ihr da seid. Ne? Das Wichtigste ist, dass du locker gehst. Aus der Hüfte schwingen. Bei verbrannten Füßen musst du ganz locker gehen. Es gibt die Bestrebungen, Freunde von der Politik, finde ich eine Sauerei, den ganzen Ballermann zu intellektualisieren. Ballermann mit Niveau ist also das neue Inselkonzept. Dass sich das nicht durchsetzt, darauf hofft auch Megapark-Sängerin Easy Glück. Sie lebt seit 2018 auf Mallorca und finanziert ihr Leben fast zu 100% mit dem trinkfesten Partyklientel. Die ehemalige Miss Germany ist mit dem Megapark-Direktor verheiratet. Böse Zungen behaupten, sie hätte nur deshalb den begehrten Job ergattert. In Wahrheit jedoch verließ nach Ausbruch der Pandemie auch Easy das Glück. Mein Mann hat genauso wie ich von einem Tag auf den anderen für diese Zeit seine Arbeit verloren. Der Megapark konnte überhaupt nicht aufmachen. Und die Politik hat so ein bisschen die Pandemie dafür benutzt, auch den Megapark so lange wie möglich geschlossen zu haben. Sauftourismus, Partytourismus ist hier immer ein Dorn im Auge gewesen. Und es war schon teilweise sehr kritisch, wo wir dachten, meinst du, wir können überhaupt noch mal wieder aufmachen? Mit Workout-Videos verdiente die gelernte Fitnesskauffrau als Influencerin ihren Lebensunterhalt. Easy Glücks Engagement für diesen Sommer steht wieder. Genau wie ihr Name auf der Mega-Gehaltsliste. Sie wird heimlich schon als Mallorca-Königin gehandelt. Doch dafür muss man die wahrscheinlich erfolgreichste Macherin erst mal vom Thron stoßen. Und das ist bisher niemandem gelungen.
20 Kilometer westlich der Playa de Palma im Küstenstädtchen Pagera regiert Marion Pfaff alias Sängerin Krümel ihren Partystadel seit 11 Jahren. Sie holt den Ballermann nach Pagera und das ist ihr auch zum heutigen Opening gelungen. Ich bin überwältigt, wie voll es hier ist. Läuft, würde ich sagen. Es läuft ein bisschen zu gut, finden zumindest Krümels deutsche Gastrokollegen, von denen der ein oder andere Nachbar schon mit einer Anzeige bei der Polizei ein Opening, wie es heute stattfindet, verhindert hat. So geschehen vor 2 Jahren. Als die Polizei kommt, ist die Party vorbei. Kurze Zeit später muss Krümel wegen Corona zwangsschließen. Es ist ja wohl irgendwelche Scheißnachbarn, die da meinen, die Polizei rufen zu müssen. Und das sind meistens immer die Scheißdeutschen, das muss man echt sagen. Mit 80 Plätzen mehr als vor der Pandemie startet sie in die Saison. Krümels Konzept, Z-Promis und Schlagerbarden singen live auf der Bühne. Das lockt viel durstige Kundschaft ins Haus. Vom Besucherstrom will auch Nachbar Holger Bombin profitieren. Auch er lässt heute Künstler singen, allerdings ohne behördliche Lizenz. Laute Musik mit über 120 Dezibel übertönt Krümels Opening Fire. Erlaubt sind 60. Kurzerhand drehen die Eheleute Pfaff ihrem Nachbarn die Musik ab. Aber wir können doch nicht einfach Sachen machen, wo nicht erlaubt sind. Ja, machen wir doch nicht. Halt auf die Fresse! Ey, nicht aggressiv. Die Situation eskaliert. Nächste Woche: Existenzkampf der Platzhirsche auf Mallorca. Ganz auf Ballermann-Niveau.